Liebe Wölfe, ich freue mich sehr, an meiner Seite Paavo Pervan zu begrüßen. Paavo, herzlich willkommen in Wolfsburg. Erzähl uns doch einmal, ja, wie deine ersten Eindrücke hier beim VfL Wolfsburg so für dich erscheinen. Ja, hallo. Zunächst einmal freut es mich riesig, dass ich hier sein darf. Ich bin wahnsinnig herzlich empfangen worden. Mir wurde alles gezeigt, das ganze VfL-Center und die Trainingsbedingungen. Und es ist einfach nur Hammer. Es ist eine große Steigerung für mich und ja, ich möchte es einfach nur genießen und natürlich auch in erster Linie was dem VfL zurückgeben. Heute ist schon ein bisschen was passiert, medizinischer Check. Gib uns mal ein paar Einblicke, was heute alles gemacht worden ist. Naja, zunächst einmal bin ich da aufgenommen worden. Es ist mir, wie gesagt, alles gezeigt worden. Dann haben wir die Untersuchungen gehabt bei zwei verschiedenen Ärzten. Und jetzt steht noch ein Augenarzttermin an und dann vielleicht noch ein Zahnarzttermin. Dann besichtige mir vielleicht noch die ein oder andere Wohnung und dann geht es für mich wieder zurück nach Linz, um mich natürlich auch bei meinen ehemaligen Kollegen zu verabschieden, was nicht leicht fallen wird. Und ja, dann freue ich mich natürlich wieder auf die nächste Herausforderung und wenn es endlich wieder losgeht. Du sprichst es an, bei Linz warst du zuletzt Kapitän, acht, glaube ich, tolle Jahre hast du da verlebt. Was bringst du mit für den VfL an Erfahrung? Was für ein Typ bist du? Ich glaube, du lachst sehr gerne, was wir bisher so mitbekommen haben, aber beschreib dich mal ein bisschen selbst. Ja, ich würde mich so beschreiben, dass ich ein absoluter Teamplayer bin, dass ich mich unterordnen kann, dass ich keine Angst davor habe, Verantwortung zu übernehmen, wenn es eben nicht rennt. Und ich habe mit meinem ehemaligen Verein viele Höhen und Tiefen durchgemacht. Und ja, das hat mich geprägt als Mensch und als Sportler. Und ich glaube, dass ich da sehr viel mitnehmen konnte und auch dem einen oder anderen vielleicht auch helfen kann, wenn er das möchte. Und ja, ich stehe absolut immer hinter meinen Mitspielern, tue alles für den Verein, bei dem ich bin und möchte einfach nur Wertschätzung entgegenbringen und den Verein, bei dem ich bin, einfach voranbringen. Auf was freust du dich am meisten in der Bundesliga? Auf die tollen Stadien, auf die fantastischen Mannschaften, gegen die wir spielen und ja, auf alles, was so noch auf mich zukommt. Ich glaube, es sind großartige Spieler, die hier beim VfL unter Vertrag stehen. Ich glaube, da kann man in jedem Training dazulernen, neue Erfahrungen sammeln. Und ja, ich denke, dass ich nach diesen 3 Jahren ein anderer Torhüter sein werde. Herzlichen Dank und einen guten Start hier. Danke. Danke dir.